Hey ho, meine Legionäre, und willkommen im Jahr 2021. Erst einmal gesundes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtszeit und vor allem die Silvesterzeit mit eurer Familie verbringen können. Ihr seid nicht krank geworden, habt euch keine Gliedmaßen weggesprengt, so das Übliche, was die ganzen Idioten machen. Ich hoffe halt, ihr seid gut durch diese Feiertage gekommen. Und ich möchte jetzt versuchen, also ich habe das Video schon ein paar Mal aufgenommen, ich kann euch auch mal zeigen. Moment. Machen wir mal zu einem Desktop-Video. Ich habe hier schon ein bisschen was vorproduziert. Und alleine das hier ist der letzte Versuch, das zu erklären. Und es sind 53 Minuten. Im Endeffekt möchte ich euch jetzt einen kleinen Rehab geben zu Conqueror's Blade und was sich in Zukunft am Kanal ändern wird. Denn ich persönlich habe auch jetzt schon die letzten Wochen und Monate einiges festgestellt und bin mit der Season 6 jetzt doch relativ, also unzufrieden trifft es nicht mal ganz, sondern ich bin eigentlich noch am Spielen, weil ich Bock habe, Einheiten zu leveln. Aber ich bin nicht mehr am Spielen, weil ich Bock habe, das Spiel zu spielen. Es ist halt irgendwo scheiße. Und ich möchte einfach mal so diesen Werdegang von den ganzen Seasons sagen. Und auch meine ehrliche Meinung zu bestimmten Aspekten des Spiels. Und das dürfte dann im Endeffekt auch für euch, auf viele von euch trifft das wahrscheinlich ebenfalls so zu. Und dann würde ich einfach mal sagen, viel Spaß an meiner Meinung. Ich hoffe, es wird nicht wieder eine Stunde lang. Ich versuche es kurz zu halten. Dann legen wir los. Wie wahrscheinlich die meisten schon mitbekommen haben, spiele ich Conqueror's Blade jetzt seit fast anderthalb Jahren. Wir haben 2019 im Sommer angefangen. Also in dem Fall waren es damals Erzkiller, Leo und ich. Und wir haben halt wirklich, das Spiel am Anfang war halt was Neues, wir haben das reingesuchtet. Leo hat nach einer kurzen Zeit lang keinen Spaß mehr gemacht. War ihm halt irgendwie wahrscheinlich zu einseitig oder so, oder war vielleicht nicht sein Stil, ist ja auch okay. Ich meine, jeder Geschmack ist anders. Und für mich und Erzkiller war es halt so, wir haben das Spiel, ich würde sagen, zusammen locker ein Dreivierteljahr gezockt. Er hat, glaube ich, Ende Season 3 dann aufgehört. Und der Werdegang war wirklich so, am Anfang war alles für uns unbekannt. Wir sind irgendeinem Haus beigetreten, waren, ich glaube, bei Polish Kingdom in der Allianz Tempest. Und war egal, EU West 2 halt. War am Anfang scheißegal, gab eh keine richtigen, krassen, ultimativen Ziele so. Und irgendwann mal sind wir dann zur Schwarzen Legion im Oktober gewechselt. Ich glaube Ende September, Anfang Oktober sind wir zur Schwarzen Legion gewechselt. Und da ging für uns das Spiel erst richtig los. Einfach, weil es da Leute gab, die hatten Erfahrung vom Spiel. Die haben uns das Spiel erklärt und uns erstmal gesagt, alles was ihr bis jetzt gemacht habt, war zwar schön und gut, aber ihr seid doof. Ihr habt keine Ahnung vom Spiel. So wie ich es im Endeffekt jetzt manchmal noch mit Leuten mache, die mir sagen, yo, ich bin Level 100, ich habe schon dies, das, jenes. Und ich sag so, bro, Level 100 bist du noch Anfänger, wenn du neu angefangen hast auf diesem Server. Wenn du von einem anderen Server kommst und dort schon Level 200, 300 hast, bist du kein Anfänger mehr. Aber wenn du neu anfängst, ist Level 100 gar nichts. Man ist immer noch mit Level 100 Anfänger. Und hier kommen wir jetzt mal zu dem, wo ich dann anfange, das Positive vom Spiel rauszufiltern und das Negative dann auch. Definitiv, es gibt eine sehr, sehr lange Liste so von negativen Sachen, die ich halt aufzählen möchte. Das Positive ist, kein Match ist wie das andere. Man hat eine riesige Auswahl an Fähigkeiten und an Waffen. Also riesig ist jetzt übertrieben, aber man hat halt ich glaube 11 Waffenklassen. 2, 6, 9, 11. Oh, recht geil. Es gibt 11 Waffenklassen, wovon ich jetzt allerdings schon als einen negativen Punkt angeben muss. Der Hammer
ist in meinen Augen eine Klasse, die, wenn sie entfernt wird, würde ich ihr keine Tränen nachheulen. Ich würde wahrscheinlich einfach noch sagen, danke, dass dieser Dreckshammer endlich weg ist. Und ja, das meine ich so ganz wortwörtlich. Wenn der Hammer weg wäre, wäre dem Spiel wahrscheinlich vom Balancing her, von den Charakteren, die jeder Charakter, also jeder Mensch selbst spielt, wäre dem Balancing fürs Spiel schon einmal sehr, sehr viel Positives getan worden. Weil sobald der Hammer weg ist, ist halt dieser unfaire Schaden oder das unfaire Scaling vom Hammer nicht mehr gegeben. Es gibt jetzt Leute, die argumentieren, ja, aber der Hammer hat ja dies, das, jenes und der Hammer macht halt auch Sinn, dass der so viel Schaden macht. Ja und nein. Definitiv macht es Sinn, dass ein Hammer Schaden macht. Auch jetzt nicht gerade wenig Schaden. Aber vergleichen wir einfach mal dieses passende Beispiel hat jemand von den Wölfen gestern gebracht, von den deutschen Wölfen. Er hat verglichen Hellebarde, Hammer und Glaive. Wir nehmen mal einfach nur unsere Hand, stecken sie in eine schwere Rüstung, eine schwere, schwere, sehr gut gepanzerte schwere Rüstung. Legen sie auf den Tisch, der Hammer schlägt drauf, bumm. Hand ist Mus, ist vollkommen im Eimer, hängt noch so als blutiger Fetzen dran. Die Hellebarde hackt drauf, Hand ist ab. Die Glaive zieht durch, Hand ist auch ab. Also ist da schon mal dieser Unterschied vom Schaden, egal welches Körperteil man da hernehmen möchte, der Hammer, die Hellebarde oder ähnliches, also alles, was so Stangenwaffen sind, wo man halt richtig schön Zug drauf kriegen kann. Ich meine, klar, der stumpfe Schaden vom Hammer macht natürlich Knochenbrüche und ähnliches, aber wenn du eine Hellebarde richtig schön durchziehst, dann ist es egal, ob du vergleichst jetzt zum Beispiel auf einen Schlag auf den Kopf, ob du natürlich jetzt mit Hellebarde oder Glaive den Kopf abtrennst oder den Kopf einfach zu so einem blutigen Fetzen verarbeitest, er ist tot, der Spieler. Theoretisch. Also ist das Damage Scaling vom Hammer hier in diesem Spiel falsch. Obwohl stumpfer Schaden halt extrem stark ist in diesem Spiel, ist der Hammer aus dem Blickwinkel der Logik zu overpowered und nicht gerechtfertigt an der Stelle, wo er steht. In der Zeit ist er wahrscheinlich die stärkste Waffe im Spiel. Also gehe ich nicht nur davon aus, das wird so sein. Einfach von den Schadenszahlen. Ich meine, wenn man 10.000 Schaden mit so einer Waffenschmiede oder sowas machen kann, das ist halt nicht fair. Oder wenn ein Auto-Hit einfach 4.000 bis 5.000 Schaden macht an schwerer Rüstung. Ich kann es euch zeigen. Ich habe 1002 Schutz vor stumpfem Schaden. Und ein Hammer kommt auf mich zu im Kampf und macht mir, na, sag mal so 3.500 bis 4.500 Schaden. Eine Streitaxt mit ähnlichen Stats, sagen wir einfach mal 1 zu 1 dieselben Stats, wenn ich jetzt alles auf 1000 hätte bei der Verteidigung, macht mir so, ich sag mal, vielleicht 1000 bis 2000 Schaden. Das heißt, da ist schon mal, der Hammer macht einfach schon mal doppelt so viel Damage. Vollkommen broken und unnötig. Dann gute Sachen am Spiel sind die Reittiere, die man halt bekommen kann. Okay, das weiße Pferd ist halt Müll. Aber so Schatten ist ein gutes Pferd, das blaue Pferd, was man so bekommen konnte oder jetzt auch nochmal bekommen kann, das sind alles super gute Pferde. Die machen das Spielgeschehen einfacher, man kann besser mit Kavallerie agieren. Mode ist natürlich ganz geilo, weil man seinen Charakter designen kann, so wie es einem gefällt. Man kann ein bisschen rumwickeln lassen, wem das gefällt. Man kann halt seinem Charakter so einen eigenen Touch geben. Man nimmt entweder vorgefertigte Dinge oder gibt seinem Charakter einfach einen eigenen Touch. Ich meine, das hier, dieser dicke Weihnachtsmann oder sowas, ist nicht unbedingt so von Vorteil. Aber man kann zum Beispiel auch Waffen einfach dann andere Skins für Waffen nehmen oder ähnliches. Es funktioniert einfach. Man ist nicht darauf begrenzt, nur die Waffenskins oder Rüstungsskins zu haben von dem, was man anhat. Emotes sind eine schöne zwischenmenschliche Aktion, sind aber jetzt nicht unbedingt krass von Vorteil oder vonnöten. Wie gesagt, die Fähigkeiten von den Waffen sind auch zum größten Teil gebalanced. Und auch die Einheiten, die man in den Bäumen hat, sind, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die Einheiten machen alle Spaß. Es gibt jetzt nur wenige Einheiten, wo ich sagen würde, die sind vollkommen nutzlos. Also Einheiten, die man einfach skillt, um sie dann
nicht zu benutzen. Zum Beispiel Pikiniere der Präfektur. Nutzt keine Sau. Also sollte man nicht benutzen. Aber zum Beispiel in Early-Game-Varianten kann man diese Speerkämpfer der Miliz, Speerkämpfer der Eisenhelme kann man benutzen. Die Anfangs-Speerwerfer kann man benutzen, wenn man das möchte. Man kann ja sogar diese hier, Schwertkämpfer der Miliz und Schwertkämpfer der Eisenhelme kann man benutzen. Pikiniere der Miliz, eine super starke Einheit, was Piken angeht. Bei den Bogenschützen, die kann man auch so gut wie alle benutzen. Ich meine hier diese Bogenschützen der Hopliten, ja, würde ich jetzt mittlerweile nicht mehr nehmen. Das ist halt so eine Einheit, die während sie vorrückt schießen kann, halt nicht so das Wahre. Bogenschütze Präfektur waren mal sehr stark, weil sie halt die Fähigkeit haben. Ein Veteranenboni, ich glaube, hier ist das. Einheit kann Flammenpfeile im Rahmen von Pfeilregen verwenden. Und das war halt das, warum diese Einheit so stark war, weil dieses, während sie schießt, hat sie halt Flammenpfeile verschossen. Dadurch, dass es aber jetzt halt mit dem Flammen, also mit dem Pfeilregen verbunden ist, macht das nicht mehr so viel Sinn. Weil es halt nicht mehr so viele Feuerpfeile sind wie vorher, sondern es sind halt nur noch relativ wenige. Würde ich jetzt auch halt skippen, zum Beispiel. Ansonsten, die Arkebusiere sind okay. Die Armbrustschützen, naja, gut, die grünen sind fürs Early Game, die kann man ein paar Level machen. Die blauen sind okay. Feuerbogenschützen sind auch ein Nischenprodukt gegen Rattan-Einheiten, ansonsten sind sie auch vollkommen nutzlos. Leider Gottes, die meisten Bogenschützen sind relativ nutzlos gegen Schilde oder Schildwelle, also Schildeinheiten oder Schildwelle. Und dann kommen wir zu den krassen Sachen, die halt OP sind. Die Kavallerie. Wenn man sich's durchzählt, das Grundspiel besitzt 4 Pferde. Das Grundspiel, jetzt ohne das, was durch die Seasons dazu gekommen ist. Viermal T5 Pferde. Einmal T5 Fernkämpfer und einmal T5 Nahkämpfer. Das heißt, das war eigentlich so diese Meta am Anfang. Man hat die Schlitter für die Mauern gehabt, man hat die Schiebepiken gehabt. Und es gab dann noch ein paar Einheiten, die halt so ein bisschen geballert haben. Oder halt dann die Leute, die halt dann gleich mit den Flügelhusaren, den Feuerlanzern und den Kreuzern halt rumgeritten sind. Die Kataphrakte sind leider Gottes auch so eine Einheit. Die müssten mal überarbeitet werden, weil sie einfach schlecht sind. Die haben ihren kleinen Nischenplatz, aber machen einfach dafür viel, 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 viel zu wenig Schaden. Das ist traurig. Aber, es gibt, wie gesagt, nicht viele Einheiten, die man halt nicht bauen braucht. Zum Beispiel die Freibauern hat man bis zum gewissen Zeitpunkt eigentlich komplett ignorieren können. Die Lanciers mit Stabdolch, die sind so mittelmäßig. Die schwere Kavallerie der Präfektur sind richtig gut sogar. Eine ganze Zeit lang, ich meine, ich nenne sie immer noch so die Affenknechte. Die Waffenknechte oder Affenknechte sind absoluter Schund. Selbst nach ihrem Buff waren sie einfach noch schlechter als Condottieri. Und bei den Rattan-Einheiten, die Scharfschützen sind gut, die Rattan-Typis sind gut hier. Selbst die Piken, also alle Rattan-Einheiten haben irgendwo ihre Berechtigung. Und sind auf ihre eigene Art und Weise nervig. Die Rattan-Rundschilde sind super tanky gegen Schnitt- und Stichschaden. Durch die Rattan-Rüstung. Brennen halt wie Zunder. Passiert halt, ne? Die Pikiniere von der, mit Rattan-Rüstung, die haben ein Gift, was euch übelartig slowt. Also wirklich, ihr bleibt fast stehen, wenn ihr getroffen werdet. Und das deckt auch. Die Bogenschützen haben auch ein Gift, was, ja, stacken kann. Die Scharfschützen sind halt wirklich Scharfschützen. Die schießen halt nicht so wie die normale Armbrust, so piu, piu, sondern schießen piu, 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 piu. Nachladen, wie bei der Garand. Achtmal schießen, so ding, 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 bling. Wird nachgeladen, neue Pfeile rein, geht's wieder los. Und dadurch sind die ganzen Rattan, Einheiten auch eigentlich relativ stark. Selbst die Rattan-Kavallerie ist immer noch stark. In gut gespielten Händen. Oder gut spielenden Händen sind sie sehr stark. Aber man merkt auch jetzt schon, wenn ich das so weiter ausführe, wir haben zum jetzigen Zeitpunkt durch die Season-Freischaltungen, halt hier, haben wir in Season 1 einmal Pferde dazu bekommen. Also ich gehe einfach mal durch. Season 1 sind richtig gute Einheiten. Die Namcans, die jeder spielen kann, die Zerex,
Die Kashyyyken. Kashyyyken sind von Pferden her super strong. Immer noch wahrscheinlich, also immer noch fast die overpowerste Einheit im Spiel. Zerex sind so gut. Namcons haben Blutungsschaden, der stackt. Wenn ihr da einmal richtig eine volle Salve drauf bekommen habt, dann seht ihr euren Lebensbalken so. Tick, ihr seid tot. Season 2, auch eine der Hype-Seasons gewesen. Condottieri, super krasse Einheit. Die Falconetti, auch die laufenden Mörser vor dem Herrn. Super stark, die paar Wesen. Gab es am Anfang mit Bug, wo sie geschossen haben, wie so ein MG, so dann normalerweise mal die Piu, Britz, Piu, Britz. Und am Anfang gab es den Bug, wenn man das halt geforst hat, haben sie halt dort gestanden und gemacht, wie so ein MG42 und alles war leer. Ihre Pfeile waren innerhalb von ein paar Sekunden leer. Und hat alles nieder. Die haben wirklich in der Season, wo die rauskommen sind, Season 3 war eine Infanterie-Season. Denn da gab es auch die Fortebratschen. Und die Fortebratschen und die Kaiserpiken sind derzeit so ziemlich die einzige Variante, um Pferde ordentlich abzuwehren. Helfen auch gegen Flügelhusaren zum Teil. Oder halfen. Und da fängt es schon an, wo ich sagen muss, der Hammer ist in der Season dazugekommen. In dieser Season, wo er dazugekommen ist, in Season 3, haben sich Leute angefangen zu beschweren, dass der Hammer zu wenig Schaden macht. Stimmt nicht. Der Hammer in gut gespielten Händen hat auch damals schon guten Schaden gemacht und war gut gebalanced. Haben sie gedacht so, yo, lass mal Season 4 das ändern und lass mal den Hammer so buffen mit einem ganz geheimen Buff, dass er auf einmal zehnfache Schaden macht. Ist übertrieben, aber er macht doch zu viel Schaden. Auch die Season-Einheiten von Season 4, also Season 4 für mich, war eine richtig geile Season, weil die Yannisharen sind eine richtig geile Einheit, habe ich Max-Level. Die Zeladars habe ich auf Level 18, 19, spiele ich sehr gerne. Und die Asaps sind halt extrem nervig, weil wenn ihr anfangt, mit denen diesen Counter zu machen, ihr werdet nicht weggeschoben, ihr macht Schiebepiken dadurch halt ganz easy weg und ihr könnt auch andere Einheiten, die euch halt angreifen, einfach parieren. Und dann mit sehr massiven Schaden wegschlitzen. Die Sipahis sind auch eine Kavallerieeinheit, die nicht auf das Chargen basiert, sondern die darauf basiert, dass mit Kopat die Gegner einfach so dieses so springen, so einfach so niedermetzelt. Super geiles Design. Die Einheiten bis Season 4, alles super. Auch zum Beispiel, dass man hier darauf verzichtet, irgendeine sinnlose Waffe einzufügen, sondern gab es hier Wogen des Krieges, wo jeder halt dann zusätzliche Einheitenplätze freigeschalten hat für die Kaserne. Hier unten gab es Vorlagen und wie heißt es, Silberpuder. Also die richtig guten Sachen gab es da halt. Season 5 war so der erste Schock für mich. Ich sag mal, Season 4 war halt extrem gut, weil da gab es auch eine Map, die sich verändert hat. Die Map Regionopolis und auch die Map, die danach kam, die im Dunkeln gespielt hat. Das war halt so wie so eine Art lebendige Geschichte. Man hat angefangen, Regionopolis anzugreifen oder zu verteidigen. Dann gab es zum Beispiel die Bombarden, die da mitgeholfen haben. Dann konnte man die Durchgänge benutzen. Dann ist man auf die Insel, hat die Angreifer ein bisschen abgefuckt. Dann musste man irgendein Schiff schieben. Dann ist man wieder nach Regionopolis gegangen. Man hat dort nochmal einen vollen Full-Scale-Fight sozusagen gehabt. War alles geilo. Season 5. Gibt zwei neue Season-Einheiten. Als man das gesehen hat, hat man sich so gedacht, ja cool, Flammenwerfer, okay, sind vielleicht overpowered, aber die Granatwerfer sahen ganz geil aus. Aber es kam noch dazu, dass es zwei Aufwertungen gab. Die Getreuen und die Paladine. Diese Aufwertungen sind notwendig gewesen, weil die Paladine die Waffenknechte sind halt eine Mülleinheit. Von daher ist die Aufwertung auf die Getreuen, auf die Paladine extrem wichtig gewesen und auch das Nonplusultra, warum die Waffenknechte zum ersten Mal im Spiel wieder einen Sinn bekommen haben. Die Getreuen der Simachoi, der Simachoi, wie auch immer ihr es ausdrücken wollt, sind die weiterentwickelte Form der Sergeants mit Speer. Auch super gut und sehr divers einzusetzen. Die Miliz von Sicalia, absolute Flop-Einheit, vollkommen wertlos, hat weder Nahkampf noch genug Munition, dass man sagen kann, man kann richtig geil werfen. Weil entweder geht man ein bisschen auf Munition oder man geht auf Reichweite. Wenn man auf Reichweite geht, kann man die schweren Kugeln einfach ein bisschen weiter werfen, so 45 Meter weit. Das ist geil. Hat man das nicht, schmeißt man sich die Dinger im Endeffekt fast vor die Füße.
Also von daher ist eine Kackeinheit. Die Flammenwerfer sind theoretisch ganz gut. Praktisch sind sie immer noch so scheiße buggy, dass man einfach durch Wände hindurch. Es gibt bestimmte Messer, wo man sich einfach auf eine Seite der Wand stellt und die Truppen auf der anderen Seite der Wand einfach wegbrutzelt. Weil das Spiel das einfach möglich macht. Piken gehen nicht durch die Wand, auch wenn sie durchgucken, machen also keinen Schaden. Aber Flammenwerfer, der geht durch die Wand. Also auch in dem Falle, die Einheit ist okay. Beim Spielen macht sie garantiert Spaß. Aber ich würde sie jetzt nicht als eine Einheit sehen, die im Spiel irgendwo was zu suchen hätte. Aber es hat zumindest hier mit diesem Überarbeiten von den Einheiten, hat man etwas losgetreten. Ansonsten war halt die Season 5 allgemein ein bisschen meh, weil die Map verkleinert worden ist und es gab nur noch 2 anstatt 4 Stadtregionen. Und natürlich ist eine neue Region dazugekommen mit Anadolu. Wobei ich sagen muss, auf die Map und so komme ich hinterher nochmal zu sprechen. Anadolu ist eine schöne Map, war notwendig, aber die hätte früher kommen müssen, ohne dass andere Gebiete abgeschlossen werden oder zugeschlossen werden. Und damit kommen wir zur aktuellen Season, Season 6. Jeder hat den Hype mitbekommen um Season 6, also jeder, der gelesen hat, worum Season 6 sich drehen soll. Es hieß, es gibt eine nordische Season. Eine Season, die in Kälte und Schnee spielen soll. Und wenn man nordisch denkt, also etwas, ein nördliches Volk und Winter, worauf kommt man da als allererstes? Also ich brauche gar nicht nachdenken, alles was irgendwo mit Winter und Norden zu tun hat, würde ich sagen, in einem Spiel wie diesem hier, Wikinger, das war's, yo, Wikinger kommen, alle gehypt, juhu, Wikinger. Und dann kam der erste, was man so, wo die Leute spekuliert haben, Wikinger Bogenschützen, kommen bestimmt geil. Axtwerfer anstelle von Speerwerfern. Ein Typ mit einer fetten Axt hier oder mit 2 Einhandechsen oder eine Axt und Schwert oder ähnliches, damit man ein paar neue Nahkampfeinheiten hat, die richtig was drauf haben. Einfach mal so wie die Steppenläufer aus Season 2, damit man mal wieder eine richtige anderen Flair an Einheiten bekommt. Die Enttäuschung war, also wo ich das Video dazu gemacht habe, gesagt habe, yo, die und die Einheiten könnte ich mir, hoffe ich, dass die kommen. Ein paar Tage später oder am selben Tag oder so kamen dann die Patch Notes, es wurde damit veröffentlicht, dann hier, was es für Einheiten geben wird. Und ich saß so da, oh Gott, bitte nein, mach das nicht. Es gibt keine neuen Einheiten. Es gibt im Endeffekt nur wieder 3 Verbesserungen für Einheiten, die bereits existieren. Sie machen die Hellebardierer. Sind damit besser geworden. Das Upgrade ist gut. Die Freibauern sind okay damit. Also, sie sind okay mit dem Upgrade, aber eigentlich auch sinnlos. Weil wenn man sowas wie Flügelhusaren hat oder Kreuzritter, warum soll ich dann diese Einheit hier spielen? Macht also keinen Sinn. Und die einzige Hoffnung, dass diese Season nicht ein kompletter Flop wird für mich, ist die Feuerlanzen, das Upgrade für die Feuerlanzen. Weil es dann 2 neue Sachen, also sie haben schon einen zusätzlichen, das ist der normale Angriff. Dann haben sie noch einen Angriff, wo sie die Gegner halt ein bisschen anschießen aus kurzer Entfernung und dann halt im Nahkampf sich auf die Gegner stürzen. Und im Veteranenbaum hat man dann hinten Explosionen. Soldaten schießen auf angebene Ziele. Und je näher sie dem Ziel sind, desto größer ist die Trefferchance, macht wahrscheinlich auch richtig guten Schaden, wenn sie im Gegner drinne stehen. Oder Zerstörung, sie nähern sich dem Ziel, schießt und begibt sich schließlich in den Nahkampf, ihre Hiebe fügen einen heftigen Bruch- und Rückschlagseffekt zu. Klingt geil, hoffe ich auch, dass sie dann dementsprechend auch geil werden, weil die Feuerlanzen sind meine Lieblingseinheit. Und ansonsten kann ich sagen, dass ich leider Gottes das Spiel von einem Free-to-Play-Spiel zu einem Art Pay-to-Play-Spiel entwickelt hat. Weil man bekommt viele Sachen, die man sich so als Free-to-Play-Spieler erspielt über längere Zeit. Einfach wenn man das Geld hat und sagt so, Money, 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 wird man so viel schneller und ist wirklich so schnell an dem Punkt angekommen, wo man sagt so, ja, da habe ich alles, ne? Ich habe alle Einheiten, ich habe den Season Pass fertig.
Ich habe mir einfach mal so die Einheit, so wo ihr dafür kauft, wo ihr dafür spielen müsst, habe ich mir so erkauft. Hat ja mal nur 18 € oder so gekostet. Keine Ahnung. Ist halt das System hinter diesen Mikrotransaktionen im Spiel wird immer schlimmer. Was ich gut finde, sind zum Beispiel die Sachen, die man als Content Creator machen kann. Zum Beispiel, dass man halt Twitch Drops halt für die Leute der Community bereitstellen kann. Das ist was Gutes. Das ist aber auch das Einzige, wo ich sagen würde, das ist gut daran. Es ergibt halt sonst nicht viel Sinn, dieses Spiel. Wenn man es Free-to-Play spielt, hat man sehr, sehr viele Nachteile. Und ja, es gibt halt einfach, ich drücke es am besten aus, also man hat längeren Grind, den man hinlegen muss. Man muss alleine schon, was der Premium-Unterschied macht, 30% mehr auf alles. Hier Premium, 30% mehr Helden, Einheiten XP, mehr Bronze, mehr Ehre. Man bekommt mehr Schatzschlüssel die Woche über. Wenn wir hier drauf gucken, die Schatzschlüssel hier unten werden dadurch freigeschaltet. Es sind 8, also insgesamt 15 anstatt nur 7. Und wie gesagt, das ist halt leider Gottes, es ist meh. Und ich muss auch sagen, dass wenn man diesen Hype jetzt sieht von den Seasons, kann ich sagen, ich war am Anfang, wo ich mit Erzkiller und so angefangen habe zu spielen. Wir waren gehypt auf das Spiel, dann hat es ein bisschen laut, also das ist ein bisschen so abgeflacht. Dann haben wir bloß noch täglich unsere Dailies gemacht, weil wir dann auch nebenbei noch andere Spiele gespielt haben, die auch richtig viel Bock gemacht haben. Und dann kam Season 1 mit der Schwarzen Legion. Wir haben reingesuchtet, reingegrindet, einfach wirklich fast 24/7 das Spiel gespielt. Ist jetzt übertrieben, aber ihr wisst, nur dieses Spiel gespielt. Dann kam Season 2. Der Hype ist weiter gestiegen, so auf 70%, wo man sagt hat, wirklich geil, ich habe keinen Bock, irgendwas anderes zu spielen. Ich will das Spiel spielen. Will die Einheiten freischalten. Season 3 das Ähnliche. Bei Season 3 war wirklich der Hype am größten bei mir. Die Season 3 hat am meisten Spaß gemacht und Season 4 war ebenfalls auf diesem Niveau. Einfach dadurch, dass es diese Karte gab, diese neue, die habe ich so gerne gespielt. Leute haben gesagt, wieder die Echinopolis mehr, nicht mal normale Belange machen. Ich dachte mir so, hey, Echinopolis, geil. Ist geil zu verteidigen, ist geil zum Angreifen, ist einfach so geil. Dann kam Season 5. Das war so, wie gesagt, zur Hälfte von Season 4 habe ich gewechselt auf iOS 3, weil halt da der neue Server aufgemacht worden ist. Und ich auf iOS 2 alles hatte. Ich habe gewechselt, hatte wieder von meinem Spielspaß, den ich hier ein bisschen in der Season verloren hatte, wieder voll auf den Spielspaß, wieder ganz nach oben gekommen. Season 5 ging los und die Karte wurde beschnitten. Spielspaß wieder krass am Boden. Weil man zum Beispiel als kleine Häusergruppe nicht mehr mithalten konnte. Absolut nicht. Außerdem gab es ab Season 5 diese dämliche Sache, dass man sich gedacht hat, hey, haben schon einen neuen in Season 4 einen neuen Server gemacht mit iOS 3. Lass uns doch mal richtig dumm noch einen Server iOS 4 aufmachen. Haben sie gemacht. War eine ziemlich dämliche Idee. Und das ist sozusagen auch der Todesstoß für den Server iOS 3 gewesen. Denn in Season 5 haben sehr viele Leute wahrscheinlich nicht nur darum aufgehört, sondern es ist einfach so, der Server, der als neuestes hinzukommt, damals war es so, als iOS 1 und 2 gewesen sind, wurde immer mal zwischen den Seasons oder zwischen Patches hinhergeschalten, auf welchem Server man jetzt wieder Leute tun tunneln möchte. Also so wie in einem Trichter, hier, das ist der vorgeschriebene Server, rennt da mal alle drauf. iOS 3 war neu. Alle Leute, die neu dazukamen, gingen auf iOS 3. Das heißt, da konnte man ein Haus aufbauen, so wie Spandau, man konnte sich dort aufbauen, neue Leute finden, ähnliches. Geht jetzt mittlerweile nicht mehr. Seit iOS 4 vorhanden ist, geht das nicht mehr. Ist also so ein krasser Faktor fürs Spiel. Also wirklich richtig krasser Negativfaktor fürs Spiel. Zu viele Server für zu wenig Spieler. Und Season 5 hat auch dann dementsprechend dadurch, dass weniger Stadtgebiete vorhanden waren, inklusive dass Anadolu dazugekommen ist und halt wirklich dadurch, dass viel weniger Platz auf der Karte war, hat Season 5 weniger Spaß gemacht. Ich habe gegen Ende Season 5 gesagt, okay, ich mache ein eigenes Haus auf, habe mich dann mit jemandem zusammengetan und habe Anfang Season 6 unser neues Haus gestartet. Wir sind mit den Deutschen Wölfen jetzt in einer Allianz. Aber ich kann sagen, ein Haus aufzubauen auf EOS 3 ist unmöglich geworden,
Und die Leute verlieren auch sehr schnell die Motivation. Vor allem neue Spieler verlieren relativ schnell Motivation. Oder das ist sogar ältere Spieler. Mich da auch mit einbegriffen, weil es halt immer noch diese Scheiß-Meta mit den Pferden gibt. Ich meine, ich kann auch mit Pferden spielen. Ich level auch derzeit die Pferde so, dass es halt für mich sich wieder lohnt. Aber einfach der Hype-Faktor von Season 6 war, juhu, es kommt Wikinger. Ich weiß, es ist eine deutsche Season und es wird noch viel weniger an Kader vorhanden sein. Derzeit ist mein Spaßfaktor am Spiel so, ich spiele, weil ich das Spiel mag, weil ich die Einheiten mag, weil ich die Belagerungsschlachten und sowas mag und weil ich die Leute mag, mit denen ich zusammenspiele. Ich spiele nicht das Spiel, weil ich so unendlich viel Bock hatte wie in Season 3, 2 oder 4 auf das Spiel. Das heißt, ich spiele hier noch, weil ich Videos machen möchte, Leute unterhalten möchte und mit den Leuten, mit denen ich Spaß habe zu zocken, zusammenzocken möchte. Auch die Kampagne, das ist das Letzte, worauf ich eingehen möchte, das ist die Map. Ursprüngliche Map waren halt die vier Stadtgebiete, Ungveria, Ostaria, Maoyang, Liangyun und die Grenzlande. Und die Conqueror City ist halt sozusagen immer das Endgame gewesen ab Season 2 und ab Season 4, 5, Entschuldigung, kam Regionopolis dazu. Season 5 wurde auch die Karte halbiert, man hat einfach den oberen Teil abgeschnitten. Wenn man sich gedacht hat, wir machen es mal so ähnlich wie Star Wars. Wir fangen an mit Episode 4, machen hier sozusagen Episode 4, 5, 6 und fangen auf einmal an mit Episode 1. Und man denkt sich so, what the fuck? Und okay, die neue Region ist super geil. Ihr seht auch, wir haben hier ein Lehen. Und das war das, wo wir gesagt haben, okay, das macht Spaß, die neue Region ist geil. Wir haben uns auch auf die Insel gesetzt gehabt hier mit Spandau, weil wir gesagt haben, die Insel ist cool. Aber, Und dann wurde halt Season 6 angekündigt. Es hieß, man kann eigene Lehen wieder aufbauen und ähnliches. Und es hieß, Ostaria, Umveria, Anadolu und die Grenzlande sind offen. Ich saß schon da, juhu. Es kommt vielleicht eine neue Map dazu. Da hatten wir halt daran gedacht, dass entweder hier was aufgeht, hier was aufgeht oder zum Beispiel dann hier drüben am Rand. Man kann ja hier gucken, hier. Hier steht ja zum Beispiel Silbergiebel oder Gipfel, Smaragdstrom und sowas. Das sieht halt aus wie eine neue Map. Man sieht ja auch schon, dass hier schon Straßen eingetragen sind. Man sieht, hier sind Straßen schon zum Teil mit drin. Das ist natürlich auch hier links oben schon so. Guckt. Hier, das wäre Heiligblutfluss, kleiner Grüngipfel, Löwenherzsee, kleiner Schild, zerbrochenes Schwert. Was sagt uns das? Das sind eindeutig Namen für eine Region, die nordisch angehaucht ist. Also wirklich eine Wikinger-Region. Das war die Hoffnung für die Season, sodass nochmal so richtig so geil, der Hype kommt, die Wikinger kommen, eine neue Karte kommt. Dann kam dieser Dämpfer. Eine deutsche Season. War so ein. Okay. 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 Da war schon das erste Disappointment. Als Stadtgebiet gingen für diese Season nur Ungveria. Ostaria ist jetzt immer noch zu und nicht bewohnt. Und es ist halt einfach nichts von den Sachen, die hier sind, ist in irgendeiner Form bewohnt oder sonst irgendwas. Auch zum Beispiel haben sie die Karten hier umgeändert. Das sieht einfach grauenvoll aus. Dieses Kartenoverlay im Vergleich zu dem, was es vorher mal war, ist richtig gehend Mist und Müll. Wenn man einfach nicht sieht, was es halt einem bringt. Es steht zum Beispiel dann nicht mehr richtig da hier, wer wohin angreift, das kann man nicht mehr richtig einsehen und sonst noch was. Es ist nicht mehr so gut, wie es vorher war, von der Übersicht her. Jetzt zum heutigen TW gehen die Grenzlande auf. Das ist schön, dann hat man wenigstens drei große Gebiete, in denen man kämpfen kann. Aber wie gesagt, umso weniger Gebiete mit umso mehr großen Häusern man hat. Natürlich, die kleinen Häuser gehen dadurch unter, werden dadurch zerstört, weil die Mitglieder dieser kleinen Häuser haben keinen Bock, die ganze Zeit auf die Schnauze zu kriegen. Fazit, wenn sie die ganze Zeit auf die Schnauze kriegen, mergen sie in große Häuser rein. Das heißt, man nimmt den kleinen Häusern die Existenz im Endeffekt, wenn man die Karte kleiner macht. Und das ist das, wo ich sagte, da haben die Entwickler vom Spiel
wieder einmal gefailt. Ich meine, Booming Gaming ist halt, oder Booming Games ist halt eine ganz kleine Firma, die das macht. Ich weiß nicht, 8 Leute oder so, vielleicht sind es auch ein paar mehr mittlerweile. Aber es ist halt viel zu wenig. Und das Spiel macht Spaß. Aber für mich hat sich das jetzt so einfach auch, weil zum Beispiel der Mitgründer meiner Gilde, jetzt mittlerweile ist es mein Haus, hat auch gesagt, yo, ich habe Spaß am Spiel, aber mich kotzt es an, ich mache keinen TW mehr mit. Es ist einfach, es macht ihm keinen Spaß, dass in jedem Match oder so einfach überall Kavallerie unterwegs ist. Das kann ich voll nachvollziehen. Und ich habe mir auch vorgenommen, ich mache jetzt noch die Guides zu den ganzen Waffen. Und dann werde ich noch Guides zu den Season-Einheiten machen, aber das meiste, was ist an Videos, wird sich um andere Spiele handeln. Ich werde zum Beispiel Stellaris ein bisschen öfter streamen. Ich werde einmal die Woche, dann wahrscheinlich sonntags, die Ranglistenkämpfe oder vielleicht auch freitags die Ranglistenkämpfe streamen. Ansonsten, wenn ich irgendwas streamen möchte, wird es andere Spiele geben. Einfach so, um für mich auch dann ein bisschen Abstand zum Spiel zu gewinnen. Dass ich nicht mehr nur dieses eine Spiel suchte, sondern einfach dann sag, kleines bisschen Abstand tut gut, dass man sich wieder so in den Spiele-Hype wieder reinversetzen kann, dass man wiederkommt und denkt so, jetzt habe ich Bock drauf, ein paar Helden abzumetzeln, anstelle von immer nur irgendwo hinzugehen und irgendwelche High-End-Häuser kommen mit 15 mal Kaff an und nehmen eine Stadt ein. Wo ich mich frag, wie kann es sein, dass 15 mal Kaff in eine Stadt rennen und die Stadt kriegt? Ja, ganz einfach. Es gibt einfach nichts Counterplay-mäßiges. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, den ich ansprechen möchte, und zwar fehlende Einheiten im Spiel. Es fehlt definitiv eine 5-Sterne-Piken- oder Hellebarden-Einheit, die wirklich die Counter-Einheit für alles ist, was Pferde anbelangt. Sie muss tanky sein, dass sie alle Pferde niederstreckt, und gegen Soldaten darf sie nicht gut sein. Das heißt, natürlich gegen Soldaten, die irgendwo anstürmen, ist es okay. Sie müssen anfällig sein gegen Pfeil und Bogen, also gegen Pfeile, Schusswaffen, ähnliches. Aber sie muss jegliche Art von Kavallerie komplett auscountern, dass wenn man weiß, da steht ein Schildwall mit diesen Spießern dahinter, dann ist dieser Schildwall nicht zu durchdringen, sondern man muss ihn anders aufmachen, indem man ihn zum Beispiel mit anderen Truppen aufsprengt und dann zum Beispiel erstmal der Kavallerie drüber walzen kann. Nur so kann man ein bisschen Balancing ins Spiel reinbringen. Eine weitere 5-Sterne-Nahkampfeinheit, zum Beispiel eine 5-Sterne-Schildeinheit, fehlt im Spiel. Eine 5-Sterne-Pfeil- und Bogeneinheit fehlt im Spiel. Die 5-Sterne-Counterpart zu den Tertio-Arkebusieren fehlt im Spiel. Das sind halt wirklich dann einfach so die Sachen, wo ich sage, die fehlen im Spiel, um Balancing reinzubringen. Dass diese Meta, von dem alles spielt Kavallerie, einfach weggeht. Darum war ja auch zum Beispiel Season 3 so geil. Weil du konntest nichts mehr mit Pferden so groß einnehmen. Das war eine Verteidigungsmeta. Ab da ging das los, dass du Städte wirklich mit 15 mal Schnittern angreifen musstest, um wirklich zu sagen, yo, mit den Schnittern können wir es schaffen, diese Stadt anzugreifen. Oder diese Stadt einzunehmen. Wenn du das jetzt machst, sie lachen dich aus. Die reiten mit ihren Flügelhussarden in deinen Schnitter rein, machen miau und schneiden dann. Also 15 mal Schnitter gegen 15 mal Flügelhussarden. Du kannst davon ausgehen, dass alle Flügelhussarden einmal durchchargen und die Schnitter sind alle tot am Ende und die Flügelhusaren überleben garantiert. Also nicht alle, aber sie überleben das einfach. Und das ist halt auch der Grund, warum ich sage, als nächstes werde ich halt die Waffenklassen angehen, euch das ein bisschen näher bringen. Ich habe schon als erstes Video, jetzt habe ich Schluck auf, das ist schlecht, als erstes Video. Oh Gott. Als erstes Video möchte ich euch natürlich dann die Muskete, einer meiner Lieblingswaffen, nahebringen. Auch die Spielweisen, die man verfolgen kann. Und das ist im Endeffekt schon das, was ich jetzt dieses Jahr für euch geplant habe. Es gibt auf jeden Fall noch zwei Dinge, die noch zusätzlich kommen. Und zwar werden das zwei Tabellen sein. Und zwar für jeden im Netz abrufbar. Die werde ich auch dann sozusagen veröffentlichen und für jeden bereitstellen. Das wird eine Skill-Doc sein, wo man für jede Einheit, die halt da ist, sehen kann, zum Beispiel für die Bauerneinheiten, warum nimmt man diese Bauern zum Farmen,
warum ist diese Einheit unnötig, bla 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 zum Beispiel. Und für die meisten Einheiten, die dort vorhanden sind, wird es eine empfohlene Skillung geben und zum Beispiel ein Gegenargument, warum man zum Beispiel Skillung 2 nicht benutzen sollte. Zum Beispiel gehen wir einfach mal auf kaiserliche Speerwerfer, gehen auf Erfahrung, dann werde ich ein Foto davon machen, von diesem Baum hier, werde den einblenden und dann farblich markieren, man geht oben rum, zum Beispiel hier auf diesen Pfad und zum Beispiel dann unten 4 Punkte hier reinsetzen. Und man hat dann hinterher noch einen Punkt übrig. Entweder man geht hier rein auf fliegender Schild oder man macht, dass die Speerwerfer mehr Rüst, also die Wurfspeere noch 12% mehr Rüstungsschaden machen. Heißt noch besser, dass man damit Helden raussnipen kann. Und dann wird zum Beispiel dastehen, warum geht man den oberen Pfad und nicht den mittleren Pfad. Das fliegende Schild kann Blutung verursachen, macht auch relativ guten Schaden und erhöht zum Beispiel die Verwendung von fliegender Schild. Aber die Blutung stackt nicht bei fliegender Schild. Sowas wird dann alles darin stehen in diesem Guide. Darum ist zum Beispiel dann mehr Chance auf kritische Treffer. Hier genau, Angriffe können Feinde betäuben. Sowas in der Art ist halt dann immer besser als zum Beispiel die Angriffsfrequenz zum Beispiel vom Schlagen mit dem Speer ist schneller als das Werfen vom Schild. Weil das Schild wird weggeworfen. Und wird dann wieder gefangen, so wie es Captain America macht. Und in der Zeit, wo er halt das Schild wirft, sticht er nicht zu. Das ist halt Verlust von DPS. So kann man dann argumentieren, dass halt dann zum Beispiel diese Skillung, oberer Baum, komplett durchskillen und dann den Rest hier unten reinskillen, ist halt, ihr macht mehr Leben. Dieses Schildtron-Formation ist halt, braucht man nicht, das ist halt diese runde Formation. Ihr habt diese Schildformation, die Kolonnenformation. Und das reicht. Das reicht wirklich. Und von daher ist das eigentlich schon, wo ich sage, das ist wichtig, dass ihr für alle Einheiten dann so Skillbäume seht. Zum Beispiel auch für Tertios, warum kann man oben skillen? Warum skillt man zum Beispiel manche Leute unten? Volontieri ist ebenso, warum nimmt man oben? Warum nimmt man unten? Solche Sachen sind wichtig. Und bei den Heldenklassen wird das so ähnlich sein, da wird halt dann so vorgeschlagen, was ist so ein Standardbild. Und ja, das ist halt das, was ich halt versuche, dann euch dann wiederzubringen. Das sind so die zwei großen Projekte für dieses Jahr, für den Anfang des Jahres, was ich halt noch ein bisschen Hilfe suche, weil ich habe damit keine Ahnung großartig. Und ich habe es geschafft, von 1,5 Stunden oder von einer Stunde jetzt auf 40 Minuten runterzukommen. Ich würde sagen, lasst eine positive Wertung da. Sagt mir auch bitte eure Meinung zu dem Spiel und dem derzeitigen Stand des Spiels in euren Augen. In den Kommentaren, lasst uns da gerne drüber diskutieren. Und ihr könnt euch ja auch dann in den Kommentaren austun, ob ihr zum Beispiel mehr Stellaris sehen wollt, mehr Albion, vielleicht Among Us oder TTT mit ein paar von den deutschen Wölfen zusammen, die haben da bestimmt auch voll Bock drauf. Und einfach so, dass man halt ein bisschen mehr Vielfalt reinkriegen. Ich habe jetzt ein Jahr lang wirklich nur dieses Spiel gesuchtet, krass abgesuchtet. Und da muss jetzt mal was ab, da muss jetzt was passieren. Würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen. Immer gesund bleiben. Und denkt dran, im Moment, wo ihr für euch Schutz betreibt, was Corona angeht, treibt ihr auch Schutz gegenüber den anderen. Das heißt, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.